Komma. So, Briefkasten war ja leer. Schatzkistenmonster. Das sieht ja putzig aus. So. So. Dann schmeiß mal wieder ein paar Rezepte rein hier. Die bleiben jetzt dann bis nach dem Urlaub alle drin. Deswegen bin ich ja mit dem Gedanken am Spielen, ob wir noch einen zweiten Twink machen. Dann können wir nochmal 30 Auktionsplätze mehr nutzen. Dann haben wir 90 Auktionen am Laufen. Ich kann mir da mit Sicherheit vorstellen, da gibt es manche, die fangen an hier sich 8 oder 10 Twinks zu machen hier. Nur damit sie so viel wie möglich verkauft bekommen. Würde ich den Leuten zutrauen. So. Dann können wir da mal noch ein paar auspacken. 20 Plätze haben wir ja noch. Machen wir das einfach mal. So, 97 hatten wir eben noch. Packen wir mal bis auf 77 aus. Oh, viele blaue Rezepte dabei. So, mal gucken. Ich sehe, haben wir schon wieder eins, haben wir noch nicht gelernt. Und noch eins. Oh, ein blaues sogar noch, was wir nicht haben. Und noch eins. 4 Rezepte wieder. 5 sogar. Sehr gut. Okay, können wir nochmal 5 auspacken. So. Haben wir. Und noch eins. Na, ist doch in Ordnung. Wenn wir da noch ein paar kriegen. Ich nehme alles, was wir kriegen können. Wenn wir später dann mal anfangen, die Kisten herzustellen, dann kriegen wir da unordentlich das Stängchen an Knete zusammen. Okay, so. In die Tasche passen ja genau 30. Dann können wir noch ein paar auspacken. Dann machen wir mal einen Twink. Also noch einen. Und gucken wir mal, dass wir bei dem noch ein bisschen was rüberschieben können an Rezepten. So, 10 Plätze haben wir noch. Okay, die haben wir alle. So. Und wieder eins. Wir machen die Liste hier endlos voll. Müsst ihr mal sehen hier. 5 und 6. So. Die haben wir alle. Okay. Gut. So. Und so. Okay. Dann machen wir mal einen zweiten Twink, dann können wir das ganze Zeug mal rüberschieben. Ich gehe jetzt aber mal noch schnell die Rohstoffe weiterverarbeiten. Dann haben wir die nämlich auch wieder aus dem Gepäck und aus dem Gedächtnis. Dann haben wir da wieder ein bisschen Platz hier. So. Da haben wir Schmiede. Oh. Haben wir ein bisschen was zusammengekriegt hier, ne? Okay. Wir können aber gar nicht alle herstellen. Wir können ja mit einem Beruf auf 80, 3 auf 60 und der Rest nur auf 40. Hm. Aber hier gibt es ja überall die Kisten hier. Naja. Okay. Ach je. Beim Schneider sind das ja ein Haufen hier. Wahnsinn. Okay, ich wollte hier das mal weiterverarbeiten hier, zack. Und den Cyanidsand noch weiterverarbeiten. Dann haben wir damit ein bisschen Platz auf der Kiste. Holz haben wir nur 2 Sachen, da haben wir ein bisschen mehr. Ja gut, okay. So, warte mal, ich kann noch über Liste arbeiten hier. Wie war denn das? Nee, so rum. Und das, so. Alles auswählen, maximale Menge, starten, so. Gucken wir mal, was wir noch zusammenkriegen. Ich gehe dann doch nochmal das Inventar, das Auktionshaus durchstöbern. Ob wir da vielleicht doch nochmal was finden, was wir brauchen können. Kann ja nicht sein, dass da nichts Gescheites dabei ist. Ich meine, wir haben jetzt über 12 Millionen auf Tasche.
Jetzt schon ein bisschen was finden. So, was gibt's denn heute? Runen, 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 viele, viele Runen. Okay. Wie lange geht denn das? Bis morgen Nacht 1 Uhr. Okay. Wir werden vielleicht damals ein paar mehr von den Runen kaufen sollen und die weiterverarbeiten. Das haben wir nämlich gut Geld gemacht, ne? Was haben wir neu? Die werden natürlich gleich gekauft hier, wie der Weltmeister. Okay. Jetzt wollte ich gerade mal was gucken hier. Ladungen. Wo sind die? Da. Kann man nur kaufen, kann man nicht schicken. Schade. Okay. So, das hätten wir durch. Gehen wir mit Holz noch verarbeiten, das ist nämlich nicht viel. Machen wir das auch weg, dann schicken wir das mal rüber. Machen wir noch einen zweiten Twink. Und der wird garantiert. Runes of Magic wird garantiert wieder abstürzen. So. Es wird garantiert wieder abschmieren, weil ich so oft die Chars durchwechsle. Aber naja, gut. Schauen wir mal. So. Man müsste überlegen, ob ich auf jeweils einem Twink einen Beruf auf Max mache. Wegen den ganzen Handwerkertruhen, dass wir die auch alle benutzen können. So, haben wir irgendwo einen Alchemie-Kochtopf? Da hinten, glaube ich. Ja, da mal Alchemie-Werkzeuge. Okay. Ich glaube, das werden wir so machen. Dass ich dann Beruf hier bei jedem Twink auf 80 haue, wegen den Thronen, auch wegen den Gildenornamenten, wo wir dann bauen können. Da man damit dann doch teilweise ganz schön gut Geld verdienen kann. Müssen wir mal schauen. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich die dann offscreen mache, also hochfarme oder in der Speedfolge. Ich müsste überhaupt erst mit meinem Main noch farmen gehen. Weißt du, Rohstoffe farmen gehen hier. Müsste ich mal machen. Könnte ich mit den Twinks ja auch machen. Da die ja bei dem Elfengebiet starten, haben wir da dementsprechend schon einen doch sehr großen Grundstock von den Grundressourcen. Oder ich sammle wirklich alles mit dem Main. Und schick denen das dann immer rüber. Aber da müsste ich ganz schön viel farmen. Naja. Müssen wir mal gucken. So, das hätten wir mal alles durch. So. Mit dem Main wäre es jetzt natürlich ein Vorteil, was die Rohstofffarm angeht. Jetzt noch in den niedrigeren Gebieten. Mir kann ja gar nichts mehr passieren dort. Von daher, ja. Wäre das Problem zumindest aus der Welt geschafft. So. Erze, Hölzer. Kräuter. So. Genau. An. Sensei. Twink. So. Und ab dafür. So. Okay, dann machen wir mal noch einen zweiten Twink für die ganzen Rezepte. Zurück zur Charakterauswahl. Lululululu. Oh, nicht abgeschmiert. Ich bin begeistert. So. Erstellen. Ganz wichtig, ein Elf, weil der dann direkt in dem Gebiet startet, wo wir dann... So, Sensei Twink 2. Geht tatsächlich mit Zahlen. Sau gut. Schade. Okay. Das geht gar nicht. Geht das so? Nee, auch nicht. Also muss zusammen sein. So,
Sensei Twink, dann machen wir das so. Twink 2. So, wurde erstellt. Wunderbar. Okay. So, dann können wir den Sachen rüberschicken. Dank der Ultimate Mail Mod stehen die Namen ja alle drin. Da muss man die sich nicht alle merken. Ich muss mal gucken, dass ich mit den anderen Chars immer noch jeweils irgendwo in eine Stadt reinkomme, das ganze Zeugverkauf alles mal rüberschicken, die Chars mal lösche. Damit wir hier wirklich nur unseren Main und die Twinks haben. Weil so wie ich mich kenne, werden wir noch ein paar mehr an Main-Chars sammeln. So. Weiße Rezepte, grüne Rezepte, blaue Rezepte. So. 30 Stück, genau, wunderbar. Ach verdammt, wir müssen erst noch einloggen. Ganz vergessen. Wir müssen mit dem Char ja einmal eingeloggt sein im Spiel, damit er registriert wird. Dann müssen wir mal gucken, dass ich die anderen Chars mal noch hier loswerde. Schauen wir mal. Ich glaube, die waren alle zu weit weg von Städten. Kann das sein? Weiß es nicht mehr. Müssen wir mal gucken. So. Bei dem wollte ich, glaube ich, noch irgendwas fertig machen. Weiß es nicht mehr. Was war denn bei dem? Da wollte ich, glaube ich, noch was fertig machen. Ich weiß es nicht. Ach, die Amulette, ja. Aber bis ich die voll habe, das dauert. Das bringt mir nämlich gar nichts. Oh, ich hatte noch einige Sachen dabei hier. Rohstoffe ein paar. Keine weiteren Rucksäcke, okay. Hatte noch einiges dabei, ja. Rucksack müsste ich mal gucken. Wo sind wir denn gerade? Ah, da, gestorben. Müssen wir mal runter nach Silber fallen, beziehungsweise zum Schnapsbrenner. Dann kann ich mal gucken, ob ich noch was im Haus habe, was man rüber schicken könnte. Mal noch schauen. Und ich habe da bestimmt noch Sachen drin, so wie ich mich kenne. Chester Eisenpanzer. Oh. Oh. Da gehen wir mal ganz schnell weg hier. Ja, da hat auch noch fast 100.000 Gold dabei. Oh, da haben wir die Farmlevel ja schon hoch. Könnte man ja beinahe als Farmchar benutzen. Gut, wobei mit unserer Main sind wir auch schon auf 20 überall. Halt da lang. Müssen wir mal gucken. So. Chester Eisenpanzer, 240k live. Da müsste man noch ein bisschen was kloppen hier. Euer Amulett ist noch nicht voll. Nee, kann man leider nicht ausziehen. Schade. Naja, 70 Kills nur. Das ist ein bisschen wenig, ne? Ich habe den ja leider erst sehr spät installiert hier. Vier Karten haben wir mit dem. Die kann man leider nicht rausholen, die Karten. Wenn die drin sind, sind sie drin. Das ist schade. Wäre nämlich schön gewesen. So. Ach, Wanderend. So, dann gehen wir mal gucken, was wir beim Hausmädchen noch drin haben, alles. So, Briefkasten, haben wir da noch was? Gerade mal gucken. Entschädigung. Unplanmäßige Wartung. Ah, okay. Kann man aber leider auch nicht weiterschicken. Naja, gut. So. Okay, dann gehen wir mal gucken, was wir da noch alles drin haben. Polternde Dinge. Ach ja, das war ja diese scheiß Goblin-Kacke da. Wo du nicht fertig geworden bist. Und das? Ach, der Neuschidee. So. Also laut Minimap wandere ich jetzt mitten durch Gestrüpp hier. Hier ist nämlich kein Weg verzeichnet.
So, im Auktionshaus können wir ja dann auch nichts drin haben, da ich mit dem Chai ja schon länger nicht mehr online war.